Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Eine seltene Gelegenheit, wo alle da sind. Wir haben noch ein Video offen. Oh mein Gott. Ja? Die Wette gewonnen, Alter. Er hat die Wette echt gewonnen, ja. Wir haben aber im Livestream schon erfahren, durch verschiedene dreckige Tricks. Und gelogen. Gelogen. Ja, man munkelt auf der Straße. Aber trotzdem egal, ich bin ein Ehrenmann. Ja, Sarosch ist nur der Neider so. Er hält halt alles an, weil er immer noch also, nicht ich bin ein Ehrenmann. Er hat die Wette ich gewonnen. Bin ehrlich. Guck jetzt mal, wie bitte? Ich auch. Nachdem ich bereits mehrere Millionen gemacht habe und Ressourcen verbraucht habe, ist er mit der Wette gekommen. Und dann habe ich trotzdem beinahe 12 Millionen gemacht, während er nur 8 gemacht hat. Also erstens, ja, vor der Wette habe ich auch schon fast eigentlich über die Hälfte meiner Ressourcen verbraucht. Du hast die Wette am Dienstag angenommen, am nächsten Tag warst du 39, Mann. Es war Donnerstag, Donnerstag war ich 39. Ich habe das Foto in der Gruppe, Mann. Dann schau halt nach, du Opfer, es war also Donnerstag. Sarosch ist einer von den Illuminati, die eine Verschwörungstheorie haben. 2 Tage später war er 40, Mann, und du warst nie Parsing, wo warst du? Wie war ich 2 Tage später 40? Aber Alex, nicht so also warte, echt, euer Statement erstmal. Manchmal gesehen, Mann, du warst nicht da, Mann. Dachtest du, guck mal, dachtest du, er schafft es? Nein, Mann, unmöglich. Dachtest du, er schafft es? Ich dachte auch nicht, dass er es schafft. Natürlich nicht. Keiner hat an mich geglaubt, aber wie ein Phönix aus der Asche bin ich noch schlimmer. Aber darf ich noch was sagen? Ja. Ich habe dann ein bisschen mit ihm geschrieben und so, ja, und dann hat er mir auch erzählt, wo er war und was er gemacht hat. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, dann kann er es dann doch schaffen. Aber er hat immer noch die schwarze Meldung, Mann. Also nicht das sein. Ding, ja, das geht nicht weg. Ja, ab gestern. Er hat angeblich, weil er so viel gespielt hat, wieder diese Spoofer-Meldung bekommen. Nein, nein, das schon wieder. Nein, also die Meldung, ja, glaube ich, habe ich bekommen, weil 1, 2 Raids wurden für mich gemacht. Aha, aha. So für mich. Sharing. So, hast du Screenshot? Ja, Sharing. Im Livestream haben wir schon gesagt, ich hab was diese hier. Paar Raids haben wir es entschieden. Einfach nein. Ja. Einfach ja. Kannst du es beweisen? Ja, pushen. Alle kannst du es beweisen? Ja, kannst du beweisen, dass du nicht gesmooft hast? Wie bitte? Rein. Ja, ich mein Account lebt noch heute. Natürlich. Also, deine Theorie ist aber schon. KP 123. Ich glaube, dagegen ist Angriff nicht mit rechten 15. Dingen zu. Er hat immer noch die schwarze Meldung gehabt, so wie ich seit dem letzten Halloween-Event. Also im Endeffekt. Also, Moment, 89%. Wir wissen, geil, Mann. Alex ist bekannt als 89, der Schmarotzer, ja? Ja, klar. 15, 12, 13, 15, 14. Ist das korrekt? Ist okay, Mann. Ich weiß nicht, als was ich bekannt bin, auf jeden Fall. Du hast nur 15 Euro reingecashed, das ist viel zu wenig. Ich habe 30 Euro reingecashed, du hast nur 15 gesagt. Plus 2, 3 Euro. Ja, stimmt. Das haben wir im Livestream auch erfahren. Die Geschichte bitte nochmal fürs Video. Ja, ich hab irgendwann eine Meldung bekommen, dass ich irgendwie was abgebucht habe oder sowas. Von meinem Account-Ding habe ich ihm geschrieben. Alles was los, weil wir haben ab und zu ein bisschen Account-Sharing gemacht und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe aus Versehen die 2 Euro genommen. Das war echt aus Versehen, sein Account war noch bei mir. Genau, und dann 5 Minuten später fragt er mich, ob er den letzten Euro auch noch bekommt. Ich so, ja, nimm. Ja, okay, das dann. Hab ich dann. Das Ding ist, nee, ich habe nicht 3, sondern 40 Euro ausgegeben. Ja. An dem Samstag bei der Raid-Tour, weißt du noch? Ja. Da habe ich 25 Euro gekauft. Okay. Hab Raid Pass und so gemacht, bla bla bla. Dann habe ich mir nochmal Grüße gekauft. Erzähl mal, wie du alles gemacht hast. Also, ich hatte keine. Das Ding ist, ich war endunvorbereitet eigentlich auf das Event. Nach der Raid-Tour, das war am Samstag, gell? Also noch eine Woche. Ja, genau. Ich hatte dann noch knapp eine Woche. Genau. Da habe ich halt 39 dann erreicht, mir haben noch 5 Millionen gefehlt und ich hatte keine Ressourcen mehr, nix. So habe ich mir gedacht, okay, was mache ich? Das Ding ist, wenn man einen neuen Pokestop das erste Mal dreht, kriegt man ja 250 EP. Ja, plus das Event, ja, und plus Glücksteil sind es 1000 pro Pokestop. Was habe ich gemacht? Ich hab mich ins Auto gesetzt, bin nach Augsburg gefahren, hab Glücksteil gemacht, alles gedreht. Augsburg richtig saftig zum Drehen, ja, muss ich ehrlich sagen. Augsburg endsaftig. Hab da ends viel gemacht, hab da glaube ich, keine Ahnung, 1-2 Millionen gemacht, brutal. Da bin ich noch nach Nürnberg gefahren. Ja. Nürnberg war nicht so saftig. Ja. Hab da auch nochmal eins für gemacht. Da wieder hierher. Jetzt. Okay, jetzt du kriegst die Rechte, okay. Aber sei mal ehrlich, jetzt einmal in deinem Leben zu dir selbst. Oh mein Gott. Wer hat zuerst PerchNet erwähnt? Geh in dich, denk doch mal nach. Du kriegst ja die Rechte, so oder so. Aber sei ehrlich. Ja, okay, wenn wir ganz ehrlich sind. Sei ehrlich. Wir wissen eh, was dann hab ich den Namen erfunden, Mann. Ich hab den Namen erfunden, alles Fake News, Alter. Also, Sabas war Zeuge. Wir waren alle im Auto. Es ist Enterlutscher, Sabas ist richtiger. Nein, ich war doch daneben. Komm mal nochmal. Ey, das können doch Kinder anschauen, Mann. Aber echt, außerdem habe ich noch eine Frage. Okay, gleich Sonderfrage. Woher das Geld und die Zeit nach Augsburg und Nürnberg zu fahren? Das ist doch der Schmarotzer, Mann. Okay? Deswegen hab ich's ja erwähnt. Also, schaut's mal. Ja. Das Ding ist. Ich mach Plan. Eben weil ich die ganze Zeit Schmarotzer hab, hatte ich mehr Geld. Nein, Spahn. Das war Anfang des Monats, das war November, gell? Ja. Das war Anfang des Monats, mein Geld ist gekommen. Essen war schon geil, Mann. Ja, Mann. Jetzt ohne Scherz, Mann. Du kriegst eh die Rechte. Aber sei doch einmal ehrlich zu mir. Aber sag ich hab den Namen. Zu, dass wir das Konzept erfunden haben. Das Konzept hat Philipp erfunden. Alter! Hong, wer hat das Konzept erfunden? Philipp hat es erfunden. Wir reden jetzt über dich, Leute. Philipp redet über dich. Das ist immer noch Abstand. Er kriegt ja so. Philipp! Also. Es war einmal, bevor Koga wieder zurückkam. Oh mein Gott. Wir haben ganz normal Scanner-Ton gemacht. Tati war auch dabei. Also, wenn, dann hat Tati das eingeführt, vorgeschlagen, ja.
Aber ich habe das vorgeschlagen mit der 100er also, Jagd, Mann. Scanner-Touren, 100er wurden immer gescannt. Die haben wir gejagt. Das war ganz normal Scanner-Touren. Und dann gab es einen Zeitpunkt, wo ich bereits zu viele hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, und, weil er wollte ja immer... Nein, das Wichtige ist, was wir noch erwähnen müssen, die haben das dann so eingestellt, dass die IVs erst ab Level 30... Ja, warte, nein, davor sogar schon. Er hat halt nicht immer alle gescannt. Und dann wollte er es so ähnlich wie Nesta machen, dass alle zwei Wochen ein paar verschiedene gescannt werden auf IVs. Genau. Und dann kam zum Beispiel mal Krapsel oder so wieder dran. Dann haben wir uns alle Krapsel geholt und dann hat er wieder andere gescannt auf 100. Und dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo wir schon zu viel hatten und es nicht mehr alles gescannt wurde. Dann habe ich ihn gefragt, ob er nur bestimmte Nester scannen kann. So ähnlich wie Purge Night, nur für einen bestimmten kleineren Ort. Also nicht auf ganz München. Und er hat gesagt, ja, das geht. Und dann hat er die Idee weiter ausgearbeitet. Und dann kam irgendwann Purge Night daraus. Ja. Ja. Aber war ein Auto von Felix. Ich weiß ja nicht, was ihr immer nehmt, aber ich bin zu Kura gegangen, hab Kura gesagt, ja. Hey, wieso machen wir nicht mal einfach nur eine Nacht oder ein Ding? Genau, aber 100er auf alle halt. Ja, weil wir haben, wie Horang schon gesagt hat, nur 100er speziell immer nur gefangen oder so, aber ich wollte alle, ob es jetzt Taubsi waren, Ratzfratz oder was auch immer. Ganz genau. Und dann haben wir so angefangen. Wir haben es umgesetzt, ja? Wir sind zum Film. Keine Ahnung, was ihr da noch im Hintergrund gelabert habt oder wir hatten eine Idee. Und erfinden es nicht dasselbe. Das ist halt echt. Wir haben es gemacht, aber egal, nicht gewesen, wenn egal. Zurück zur Wette. Ja? An dem Wochenende, das war zurück zur Wette. Ja. Zurück zur Wette. Wir haben das gemacht, Alter. Aber ich muss klar arbeiten. Dein Fazit zur Wette, Tati. Ja, hat das verdient? Eigentlich nicht, Mann. Oh mein Gott. Hä, wieso nicht? Warum? Sag eigentlich mal, warum nicht? Nicht. Wieso? Eigentlich nicht, weil, ich weiß nicht, zu viele Fragen offen, oder? Es sind echt viele Fragen offen. Meine 3 Euro sind auch immer noch nicht da, oder? Ja, Alter, wir fährten nach Nürnberg. Geht doch nach Pasing, Mann. Viel mehr Stops. Ja. Es waren neue Stops, Mann. Wo denn in Pasing? Du kannst doch farmen, Alter. Wo denn? Du kriegst 1000 pro neuen Stop. Ja, okay, aber die Idee von ihm war schon gut. Ja, die war in einer halben Stunde. Aber niemand hätte damit gerechnet, dass er die Motivation dafür hatte. Das Ding ist, das hat mich echt überrascht. Aber ich frage mich, das mag so sein, aber war da nicht irgendwie Schule oder irgendwas? Ja, das frage ich doch auch. War da nicht Schule? Keine Ahnung. Achso, Ferien. Cut. Ich hab eine komplette Woche krank geworden. Du bist echt jetzt? Ohne Scheiß. Echt jetzt? Ja, im Ernst? Oh mein Gott. Er macht alles für den Sieg, Alter. Und aber weißt du nicht, weißt warum? Das Ding war. Okay. Ja, ich musste spielen. Fazit. Aber ich hätte Montag. Er hat alles vom PC gemacht. Oh mein Gott. Ich hatte keine Zeit. Kann nicht sein. In 4 Tagen auf Level 40, da stimmt einfach was Fazit, nicht. Fazit, was sagst du? Aber er war ja auf 38 schon, oder? Also. Das sind aber trotzdem 8 Millionen, Mann. Ach, hast doch du auch geschafft. Das schafft nur Brash wieder. Das hast doch du auch geschafft. Ich hab ein bisschen mehr sogar gemacht. Du musst sogar mehr EP einholen. Also Spotlight auf mich. Ich bin ehrlich. Alter, er ist doch kein Brett. Diese Wette. Gong hat mich richtig provoziert. War ein Pasing. Aber sehr gut. War ein Pasing. Ja, war ein Pasing. Und dann haben wir geredet, bla bla. Und ich so, ja, was dein Ziel, ja, Mann, ist ja noch 10 Millionen. Ich so, ja, meinst du, 8 Millionen auf 40, vielleicht schaffe ich es ja und so. Er so, niemals und so. Aber? Ich so, warum nicht? Warte. Er so, ja, ich bin viel krasser als du und so. Der schreibt mir in der Schule, ist aber schon mit der iTunes-Karte. Aber warte, ich war dann am Ende der Einzige, der an dich geglaubt hat. Es war halt jeder so, von denen es war halt echt so. Hat gesagt, der schafft aber es warum nicht. Aber nicht, du, Mann, wir haben auch geschafft. Und ich, keiner von euch als Einziger, hab ihn als Gegner wahrgenommen. Ich hab ihn als Gegner wahrgenommen. Jeder andere so, egal, er macht doch eh nichts. Aber ich hab ihn echt ernst genommen. Das war echt so. Ich war dabei. Montag, Dienstag, in der letzten Woche. Es war halt echt. Keiner hat mich geglaubt. Dann sehe ich so das Video von Hong, gell? Er sagt, ja, irgendein Video, keine Ahnung. Er sagt so, ja, Mann, Alex, echt gut dabei, Respekt an ihn und so, bla bla. Das hat mir nochmal richtig Schub gegeben. Ich hab doch nicht mal gewusst, dass du eine Wette mit ihm gemacht klar, hast, oder? Alles klar. Da sieht man, da sieht man. Hey, auf jeden Fall geschrieben, du schaffst es schon, Leute. Warum haben wir nicht an ihn geglaubt? Aus einem Grund. Der ist fast nie da zum Spielen. Egal, wann wir ihn rufen, also ich komme, dann komme ich doch. Ich bin wie ein Geist, Alter. Oh, das ist Buffer. Du hast selber gesagt, Alter. Du bist ein Geist, Alter. Das Ding ist, ich hab die Wette gemacht, ja? Wann war das? Dienstag? Ja, wahrscheinlich. Und Donnerstag, Freitag, hab ich mir so gedacht, okay, scheiß drauf, ich schaff's eh nicht, so gar keinen Bock. Und dann seh ich so die Bestrafungen in den Kommentaren. Oh mein Gott. Die waren echt leiden. Glatze, Bart ab, Mute-Ding, Luge wegschicken und so. Oh meine Bestrafung war viel leichter, Mann. Ja, da stand alle Pokémons wegschicken bis außer 40. Alter, alle Items wegschicken und so. Klar, gell? Mach dir eine Glatze oder so. Und ich hatte echt keinen Bock auf die Bestrafung, ja. Auf diese Leiden dann im Internet und so, bla bla bla. Hättest du es gemacht? Auf jeden Fall. Da musste ich echt durch. Hättest du es gemacht? Auf jeden Fall, ich bin stolz auf ihn. Glatze und 100er weg. Jetzt endlich, Tati Level 40. Alex Level 40. Barisch nice. Wollte heute auch kommen, aber natürlich wieder enttäuschend. Ja, keine Überraschung. Er natürlich nicht Level 40. Das war echt. Aber ich hätte. Okay, ich hab eh nicht erwartet, dass er kommt, oder? Heben wir mal alle, die an die Level 40 sind. Savasch! Ach so! Oh mein Gott! Schuss auf Savasch! Auf jeden Fall, das war's.
Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu Alex und seiner Level 40. Level 40 Geise. Was munkelt ihr? Das war's von mir. Wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Folgt ihm auf Instagram. Folgt auf Instagram, Alex der Berliner. Jetzt bist du dir abonniert. Pokémon Serious Business. Dienstag, das war glaube ich. Das Video war eigentlich schon zu Ende, aber es waren immer noch weitere offene Fragen über. Okay, stellt eure Fragen. Das tote Auge weiß alles, Mann. Stellt eure Fragen. Komm, was willst du fragen? Wo warst du, als du die Wette angenommen hast? Ich glaube, es war ein Dienstag, wenn ich mich nicht irre. Wo warst du die nächsten 4 Tage beim Doppel-XP-Event? Sei ehrlich. Also die erste Woche war ich in Pasen. Die erste Woche war ich noch in Pasen. Die hatte ich nie gesehen. Die erste Woche war ich noch in Pasen. Ja, also 2 Tage, Mann. Und ja, das war nicht gar nicht mehr gesehen. Ja, das waren noch nur 2-3 Tage. Ich habe gearbeitet, ich war öfters Pasen als du. Also die erste Woche war ich noch in Pasen. Ja, dann Samstag oder Sonntag Raid Tour. Samstag. Ja. Und dann Sonntag war ich fahren zum Platz. Und hab da halt immer rumgefahren mit dem Auto, Mann. Montag, Dienstag. Klingt das realistisch? Hier rum. Was meinst du? Nix, ich hab mit der Kamera gegessen. Siehst du dann im Video. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ging nicht alles mit rechten Dingen zu. Ja, egal jetzt. Man munkelt alles, ja. Weiß echt nicht. Jungs, aber war lustig. Am Ende war es sogar knapp. Leider. Alter, ich muss nur Hong danken, Alter, dass er dich so hochgepusht hat. Ist halt hat er schon, ja. Hat er schon. Ohne dich wäre ich echt niemals Schicksal. Ja, schick der Lugia weg als Dank. Ja, safe, Alter. Ich nenn's Hong, Mann. Ich nenn's Hong. Ich nenn's TBT, Mann. Oh mein Gott, TBT. Mann, er ist nur noch ein Saiyajin. Diese Story bitte noch einmal für die Kamera. Ja. Mein Gott, also. Ja. Wir standen im Alex. Alex sagt, wir standen im Passing beim Raid, beim Bahnhof. Ja. Wir waren 8 Leute im Kreis. Und dann war ein NPL Alex drin. Wir haben ihn nicht gesehen, wir haben geplärt, wo er ist. Keiner hat ihn gesehen, aber wir waren im Raid. Oh Gott. Alex, willst du was dazu sagen? Meine Ninja-Spieler sind überall, Leute. Keiner sieht sie. Koray kannte alle 8 Spieler. Gell? Sie standen im Kreis. Jungs, ich kann euch nicht sagen, ich war nicht da. Wie war's auf der Couch? Hast du nichts da gezündet? Ich war auf der Couch. Deiner Couch war da. Ich war richtig auf der Couch, entspannt. Oh mein Gott. Und wisst ihr was? Ich bin 40. Savas, will mal auf ihn. Oh mein Gott. Er ist der Einzige, der nicht 40 ist. Alter, ein Buffer sagt Kerl, mir, dass er 40 ist. Du bist immer noch nicht 40. Ein Buffer sagt mir, dass er 40 ist. Das ist okay. Der Neid Hong ist groß, kennt es, ja. Neid und Hate kommt immer bei Erfolg. Neid und Hate kommt immer, ja. Bei Erfolg kommt immer halt. Neid ist normal. Leider, ja.